Nordkorea spielt weiter mit dem Feuer. Diesmal soll es eine noch größere, noch gefährliche Rakete gewesen sein, berichtet das nordkoreanische Staatsfernsehen. Unter der strategischen Entscheidung des Führers Kim Jong-un wurde erfolgreich die neu entwickelte Interkontinentalrakete getestet, verkündet voller Stolz die Nachrichtensprecherin. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums flog die Rakete 900 Kilometer weit, bevor sie vor Japan ins Meer stürzte. Sollte es sich tatsächlich um eine Langstreckenrakete handeln, hätte Nordkorea sein Ziel erreicht. Eine Rakete zu entwickeln, die fähig ist, einen Atomsprengkopf weit genug zu transportieren, um damit sogar die USA zu erreichen. US-Präsident Trump reagierte empört. Hat der Typ nichts Besseres mit seinem Leben anzufangen, schrieb er auf Twitter. Schwer zu glauben, dass Südkorea und Japan sich das länger bieten lassen. Vielleicht handelt China jetzt mal und beendet diesen Unsinn ein für alle Mal. China, der letzte Verbündete Nordkoreas, ist für eine Deeskalation, rührt sich jedoch nicht. Japans Premierminister Abe verkündete in einem Statement, wir werden weiter stark mit den USA und Südkorea zusammenarbeiten und gemeinsam werden wir den Druck auf Nordkorea erhöhen. Und auch Südkorea überlegt, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Doch trotz verschärfter internationaler Sanktionen baut das isolierte Land sein Nuklear- und Raketenprogramm aus. Die internationale Geduld ist schon eine Weile vorbei. Doch wirksame Gegenmaßnahmen, um Kim Jong-un aufzuhalten, fehlen bislang.